Sehr geehrter Herr Professor Pichl-Vanus, sehr geehrter Herr Dr. Kalvounis, verehrtes Publikum. Anlässlich des Internationalen Tages der griechischen Sprache freue ich mich, ein kurzes Grußwort zu Ihrer Online-Veranstaltung zur griechischen Sprachgeschichte, intralinguale Übersetzung und Sprachideologie zu halten. Neugriechisch ist eine Weiterentwicklung der altgriechischen Sprache, die aus altgriechischen Wörtern und Regeln besteht. Diese Sprachgeschichte von der Vergangenheit zur Gegenwart und ihre Kontinuität zu verfolgen, ist ein wichtiger Beitrag des Lehrstuhls für Neogräzistik und des Zentrum Modernes Griechenland. Griechisch ist allgegenwärtig und Sie können massiv zur Erhaltung unseres gemeinsamen Erbes beitragen und dadurch die Horizonte der jungen Leute, der Studentinnen und Studenten sowie der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erweitern. Nicht nur die deutsche Sprache besteht aus griechischen und lateinischen Wörtern, sondern auch das Denken ist aus der Struktur dieser beiden Sprachen aufgebaut. Ich wünsche Ihnen großartige Entdeckungsreisen durch und mit der griechischen Sprache und Sprachgeschichte.